Wir, so heißt das aktuelle Musiktheaterstück des International Munich Art Lab, das diese Woche in den ARI-Studios seine Premiere feierte. Ein Ensemble, bestehend aus 17 Jugendlichen, hat ein Jahr an dem Stück gearbeitet. Ziel des IMALS ist es, die künstlerische Begabung der Jugendlichen zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Das IMAL, wie es sich heute darstellt, ist ein einzigartiges Projekt in Europa, wo Jugendliche ohne Ansehen von Herkunft, Rasse, Geschlecht, schulischen Abschlüssen, Benachteiligungen, Handicaps, körperlicher, psychischer, wenn sie künstlerisch begabt sind, von uns gefördert werden. Das habe ich gelernt. Ja, ich für mich selber habe einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen bekommen und meine kreativen Seiten weiterentwickelt. Und halt in der Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Leuten, dass da zusammen auch was Wunderschönes entstehen kann. Die Möglichkeit, mich frei entfalten zu können. Also keine Angst mehr davor zu haben, das zu tun, was ich kann, nicht zurückstecken zu müssen. Das ist eigentlich das Größte, was ich mitnehme. Von den Stückinhalten, der Komposition bis hin zum Bühnenbild und den Kostümen. Die Jugendlichen dürfen und müssen alles selber machen. Damit sie das können, gibt es parallel sozusagen Unterricht. Sie könnten das so ein Learning by Doing-Prozess über 2 Jahre sehen. Das heißt, sie fangen an, sehr viel Tanzunterricht, Gesangsunterricht, Schreibunterricht, Kompositionsunterricht zu bekommen. Und gleichzeitig entsteht die Idee für das neue Stück. Und je mehr das Stück geschrieben wird, das Buch entsteht, desto mehr Musik muss komponiert werden für das Buch und so weiter. Und am Ende ist es halt wie ein langer Crossfade, wie wir sagen, Musik. Seit 1998 gibt es das IMAL Musiktheater. Seitdem konnten 7 freie Theaterproduktionen realisiert werden. Gefördert wird es seit Anfang an vom Kulturreferat München. Mittlerweile erhält das IMAL auch Unterstützung von der EU, dem Jugendamt und vielen weiteren. Weil es ein absolut einzigartiges Projekt ist und wo junge Menschen herangezogen werden, ihr Profil und ihre Identität, ihre Persönlichkeit zu entwickeln als junge Künstler. Ich glaube, es gibt viel zu wenig von solchen Projekten überhaupt in Europa. München sowieso, also da ist die Szene jetzt auch nicht so groß, aber vielleicht nicht so bekannt, irgendwie Tanz, Theater. Vor allem nicht von Jugendlichen, es gibt keine sehr große Straßenszene. Das heißt, es gibt hier für Jugendliche schon wenig Ausbildungsmöglichkeiten und dann für Jugendliche, die noch einen schwierigeren Hintergrund haben, schon gleich dreimal nicht, weil eigentlich alle Ausbildungen bezahlt werden müssen oder du schon ganz früh eine Vorausbildung haben musst, schon früh gefördert sein musst. Doch die Fördermittel reichen oft nicht aus. Daher wurde nun ein Verein, bestehend aus ehemaligen Fans und Freunden des International Munich Art Lab Musiktheater, gegründet. Ziel ist es, mindestens 1000 Mitglieder zu erreichen. Mit dieser Unterstützung können auch in Zukunft Projekte wie das Musiktheaterstück Wir realisiert werden. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.